Wir haben zwei Heiler. Oh mein Gott, wir haben zwei Heiler. Zwei Tanks und ein DD noch. Falls einer schon so weit ist, jetzt würde ich gerne reingucken. Kommt dann, guckt meine kleinen Kinder, kommt. Wir wollen abgeschnitzelt werden, kommt. Alter, zwei Tanks und ein DD noch. Zwei Tanks und ein D, kommt. Mach ihn. Zwei Tanks und ein DD. Zwei Tanks und ein DD. Es ist zufällig nicht jemand von euch Tank und jetzt ist die Story schon so weit. Ach, kommt schon her. So lange nicht dahin passen. Nee. Nee. Leider. Eine Prüfung kommt noch. Bestimmt. Oh. Ach, kommt schon. Juhu, wir haben einen Tank. Wir brauchen nur noch einen Tank und einen DD. Meine Fresse, ey. Alter, wie lang sowas dauern kann. Unfassbar. Zwei Leute noch. Kommt schon. Zwei. Spielt die Story schneller, bitte. Weil die, die das schon als Daddy machen können, bitte macht. Macht. Martine. Ich bin noch nicht so weit. Ja, ich weiß. Ich rein theoretisch, ich hätte ja auch Luna und Dera hätte ich ja eigentlich schon. Ich glaube, die waren beide schon hier drin. Also Dera hat ja, glaube ich, schon durch. Und Luna war, meine ich, hier schon. Aber sie sind beide nicht da. Also nicht on. Das macht das Ganze einfach schwieriger. Ansonsten würde zumindest nur noch ein... Oh Gott sei Dank. Annehmen, annehmen, annehmen. Alter, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Ja, da hätte ich lange warten können. Heiler, nimm an! Heiler, komm schon. Ich komm schon. Wir haben uns doch alle lieb, oder? Oh Gott. Oh, ja, meckern hat geholfen. Also eigentlich wollte ich, will ich nicht rein, aber ich will irgendwie weitermachen, ne? Jetzt geht's auf die Fresse, jetzt geht's auf die Fresse. Oh, ich sehe auf jeden Fall noch einen Baden. Hallöchen. Danke. Vor allem, wenn wir wirklich zu dieser geilen Musik kämpfen. Oh Gott. Ich bin so heiß drauf gerade, ne? Als Wille des Planeten und die letzte der Alten will ich nun über mal an, dass ich da Bescheid weiß. Okay, kannst du gern machen. Kannst du gern machen. Oh Gott. Ich hab Angst. Oh, kein Reaper. Zwei Palas und auch kein Sage. Bereit bin ich nicht, aber komm. Okay, ich will die Try. Toll! Freut mich! Über alle Maßen! Eigentlich nicht, aber okay.
Ich bin so der völlig falsche Ansprechpartner. Also am besten guckst du nicht auf mich, du guckst lieber, was die anderen machen. Bei mir kann das nämlich gerade nur in die Hose gehen. Autsch. Würde ihn nicht heilen wollen, ne? Letztendlich, da wäre mir die Verantwortung viel zu groß. Alter, Autschi. Hi. Oh mein Gott, der arme Lala. Lala denkt sich auch nur so RIP. Mit dem Schwert. Lala denkt sich das einfach RIP. Einmal die letzte Story in der Nö. 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 Hey, bin hier weg. So, Wipe Nummer 1. Seid ihr gewillt, das Schicksal herauszufordern? Also, was haben wir falsch gemacht? Und ich weiß nicht was. Oh, eine andere Waffe, dasselbe Spiel. Umschließe. Ich raff es halt auch gerade noch nicht, ne? Da muss man sich dann schon mal reinstellen. Ich dachte halt beim ersten. Das glaube ich so nicht. Ah, okay. Da muss man dann bei Eis muss man weg? Oder wie? Oder was? Oder wo? Ich weiß noch nicht ganz. Ganz habe ich den Dreh nicht raus. Mit dem Schwert. Habe ich einen Dusel? Aha. Ha? Aha. Scheiße. Hört hin. Das Leben, das vom Ende kündet. Was? Autsch. Die Verzweiflung am Rande aller Existenz. Oh,
Findet einen Weg durch die Dunkelheit. Glückwunsch! Euer Entschluss ist also gefasst. Doch diese Prüfung ist noch längst nicht beendet. Beim Licht der Kristalle. Oh Gott. Das war dumm. Das war dumm. Warum bin ich jetzt erst so? Damit tust du dir keinen Gefallen. Ouchie, 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 ouchie. Ach du Scheiße. Was kommt denn da jetzt? Way. Ja, okay. Ich dachte, ich wäre jetzt hier vorm... Ja. Nein. Okay, diesmal habe ich es überlebt.
Gott. Alter, die Frau macht die fertig, ne? Komplett. Umschließe. Archie. Ich glaube, ich habe zu wenig Leben, oder? Oh je. Wehe, ihr belebt mich jetzt wieder. So, jetzt dürft ihr wieder. Jetzt haben wir was zu trinken eingegossen. Oh, ich werd nass. Alter. Wenn ich's mal. Boah. Eine komplette Gruppe voller Loops. Danke. Dass das so klug war, war die andere Sache. Einfach gleich alle da stehen. Alter. Danke. Archie? Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt... Doch, bei Zodiac hatte ich genauso spitzige Hände. Vielleicht. Ich wollte gerade sagen, will den anderen keiner wieder mitnehmen. Hier geht der so rund rein. Du kommst da gleich auf mich zu, ne? Es ist so weit versteckt, dass ich verstehe immer noch nicht, was die Symbole da bedeutet, was diese Krams macht. Ich habe noch keine Zeit darauf zu achten. Genau das. Umschließe. Autsch. Das ist auf jeden Fall so eine komische Attacke. Ich habe nur keine Ahnung, was da was bedeutet. Die DDs sind dauertot. Ich warte auf den Tag, wenn man mehr WS verteilen darf. Juhu, ich werde weggeschwemmt. Also nicht so direkt. Danke. Danke schon mal im Voraus. Nichts machen, nichts machen, nichts machen. Jetzt. So kann man auch sterben. Mich doch da nur mit reinstellen. Hey, aber in der Not könnten wir wieder alle wiederbeleben. Archie, Archie, Archie. Macht am meisten Sinn. Nicht zu nah da rein, bitte. Oh Gott.
Hey, aber wir sind bisher nur ein einziges Mal komplett gestorben. Ernsthaft jetzt? Oh Gott, dahin. Es ist gar nicht so einfach. Nein! Oh Gott. Oh! Aber ich lebe doch. Alter, 31. So. Das bedeutet jetzt was. Okay. Tot. Ich sag ja, die sind dauertot. Also ich glaube, das dürfen wir gleich nochmal machen. Okay, da. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß es. Bei dem Roten dann einfach nah da dran bleiben. Wenn das Blaue kommt, kommt wieder dieses Eck. Okay, ja, ja. Ich versuche zu verstehen. Dahin. Oh Gott. Okay, und dabei? Ganz weit nach außen. Oh, Entschuldigung. Okay, ich glaube. Ich glaube, so langsam bleibt es hängen. Hey Leute. Ich hasse es, wenn ich diesen Marker kriege. Ich hasse es so enorm. Mit dem Schwert. Ja gut. Sorry. Es tut mir leid. Ich kann noch nie weg.
Das kann ich wenigstens die jetzt nicht machen. Wir sind eigentlich noch gar nicht so lange hier drin und es kommt mir trotzdem vor wie eine halbe Ewigkeit. Ich glaube, zumindest halbwegs habe ich verstanden. Okay, näher ran. Aber das überlebe ich nicht? Nee. Aber trotzdem verstanden. War ich diesmal aber blöd gegangen. Hässliches. Ah. Oh Gott. Aua. Archie. Ah, Kacke. Warum hab. Jetzt tut mir leid. Ich stand etwas zu weit rechts eben. Ich stand viel zu weit rechts. Sieben Prozent. Fertig, ey. Komm schon, da kann ich mir sagen, beim zweiten Versuch geschafft. Nichts machen. Nichts machen. Oh Gott. Kacke. Alter. Nein. Ich war das zu aufballern. Ah, Quatsch. Hier ran. Guck, bin ich mehr geschafft. Egal. Wir schaffen es trotzdem. Hauptsache. Ja, dann schaffen wir es zwar. 0,8, 0,6, 0,5, 0,4. Na komm. Bitte, 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 ja. Beim zweiten Versuch. Oh. Heide Witzka. So besteht. Danke. Puh. Timing ist so das Problem. Timing. Also vage habe ich es verstanden. Ja, komm. Oh Gott.
dafür hat sich das Warten dann wenigstens gelohnt. Diese Musik. Heidelin, oh nein, deine Kräfte. Als Wille des Planeten und Wächterin über die Zukunft hatte ich mir genügend Kräfte gespart, diesen letzten Kampf zu Ende zu bringen. Nun ist es gut. Ihr wurdet rechtens geprüft und habt rechtens gesiegt. Bitte beantworte mir noch eines, bevor wir aufbrechen. Du hast Aetheris damals in 14 Welten zerschlagen, weil Geschöpfe von schwachem Äther das Dynamis leichter manipulieren können, nicht wahr? Du konntest es nicht zulassen, dass das Leben im Angesicht der letzten Tage noch einmal kapitulieren würde. So hast du gehofft, dass wir lernen, der Verzweiflung standzuhalten. Nein, du hast sogar fest daran geglaubt. Als das nach deinem Schlag neu geformte Leben diese Hoffnung erfüllte, wusstest du, dass der Zweck die Mittel geheiligt hat. Eines Tages würde es jemanden geben, der bereit ist, bis zum Rand der Existenz zu reisen und das Ende aufzuhalten. Liege ich damit richtig? Nun, wie man es auch dreht und wendet, all mein Wirken war letztlich eine Prüfung. Vieles wurde dadurch zerstört. Und oft zog es tiefes Leid nach sich. Es verdient weder freundliche Worte, noch kann es gerechtfertigt werden. Doch Zodiacs Macht war derart überwältigend. Hätte ich mich nicht aller Mittel bedient, inklusive des Planeten selbst, wäre der Kampf verloren gewesen. Letztlich zählt nicht, was ich getan habe. Nur, dass ihr mich überwunden habt. Und nun lege ich alles Schicksal in eure Hände. Gemeinsam mit dem Schlüssel zur finalen Konfrontation. Dies ist eine Aufzeichnung von Metheons Pfad durch den Himmel. Ich selbst habe ihn berechnet. Die Loporit sind des Navigierens durch das Sternenmeer mächtig. Sie werden die Koordinaten zu entschlüsseln wissen und euch zu ihrem Nest führen. Aber werden wir auch tatsächlich dort ankommen? Der Flug zum Mond scheint eine Leichtigkeit im Vergleich zu einer Reise bis an den Rand des Universums. Im Gegensatz zu Metheon können wir uns für eine solche Reise nicht einfach das Dynamis zunutze machen. Richtig. Nutzt man Äther als Antrieb, bedarf es einer exorbitanten Menge, um eine derartige Distanz zurückzulegen. Doch ihr seid euch der Lösung dieses Problems sicherlich bereits gewahr. Ist das dein Ernst? Mein Vollster, ja. Seitdem ich der Wille des Planeten bin, habe ich den Äther des Sternengrunds nach und nach kristallisiert. Denjenigen, die der Kraft des Transzendierens mächtig sind, ist sein Anblick wohl bekannt. Da wo mir eine physische Form fehlt, repräsentiert er den Willen des Planeten. Der Urkristall. Er ist unser allerletzter Widerstand, der uns den entscheidenden Vorsprung sichert.
Er wird euch ans Ende der Sterne tragen. Leider ist dies auch das Letzte, was ich für euch tun kann. Der Finsternis, die euch am Ende des Weges mit Kummer zu ersticken droht, müsst ihr euch alleine stellen. Und so denkt stets an eins, meine Kinder. So wie aus des einen Freude eines anderen Kummer erwächst, so ist es euch auch möglich, inmitten der Wogen der Verzweiflung dennoch die Hoffnung in euch zu tragen. Und auch an dich will ich noch ein letztes Wort richten. Tritt bitte ein Stück näher. Seit ewiger Zeit und bis zum heutigen Tag habe ich fieberhaft nach einem Weg gesucht, diesem Gestirn eine Zukunft zu schenken. Ich vermag nicht zu sagen, wie oft ich dabei selbst gefährlich nahe am Abgrund der Verzweiflung gewandelt bin. Und jedes Mal haben mich die Geschichten deiner Abenteuer mit neuem Mut beflügelt. Ebenso wie das Versprechen, das wir uns gaben. In einer dir gänzlich fremden Welt hast du beherzt nach deinem Glück gesucht. In einer dir gänzlich fremden Zeit, doch mit aller Macht um ihre Zukunft gerungen. Das allein hat den Glauben an das Leben so, so oft neu in mir entfacht. Es ist nur ein kleines Wörtchen, aber ich spreche es doch aus tiefstem Herzen. Du trägst Azems Kristall stets bei dir, nicht wahr? Die Mächte, über die ich als Heidelin gebiete, sind der Stillstand, die Ruhe. Das, was das Leben hält, wenn du so willst. Kombiniert mit Azems Macht sollte es dir möglich sein, das Verborgene zu rufen und ihm Gestalt zu verleihen, wenn auch nur begrenzt. Selbst jene, die längst keinen Körper mehr ihr eigen nennen, werden deinem Ruf folgen, ganz ähnlich der Seelen des Sternengrunds. Einer wichtigen Sache gewahr. Azems Kunst ist keine simple Magie. Vielmehr beruht sie auf deinem eigenen Willen, der erst Gestalt annehmen wird, wenn du einen innigen Wunsch im Herzen trägst. Schreite festen Schrittes auf dein Ziel, deines Herzens größten Wunsches folgend. Dann, nur dann werden jene Mächte sich entfalten. Das waren die Worte der Schöpferin dieser Magie. Dies ist nun alles, was ich dir auf dem Weg mitzugeben weiß. Bitte, ein letztes Versprechen. Trag sie mit dir, die Antwort des Lebens, geformt aus unendlich vielen Schicksalen, unendlich vieler Zeiten. Wir werden nicht vergehen, schleudert sie der Endsängerin entgegen und bringt ihr Lied zum Verstummen.
werdet ihr. Daran habe ich nun wirklich keinerlei Zweifel mehr. Meine Seele schwindet, doch noch verbleibt Hoffnung in mir. Auf dass meine Gebete auf ewig eine schützende Hand über euch halten mögen, meine geliebten Kinder. Heftig. Heftiger Schmischmaff. Ah ja. So, bist du wieder da? Habt ihr uns vermisst? Was für eine Erleichterung, euch wohl aufzusehen. Zwar wussten wir dank des Observatoriums, dass die mit den... in kritischer Verfassung war. Ja, ich weiß. Ich konnte es wenigstens für mich überfliegen. Nicht einmal hören konnte ich euch mehr. Der Äther war dort unten viel zu dicht. Was ist denn nur geschehen? Och, das ist eine lange Geschichte. Eine ganz lange Geschichte. Hätte nicht erst die so eine lange Kamerafahrt gucken können? Ja. Heidelin. Oh, Heidelin. Aber das Trauen muss warten, nicht wahr? Heidelin hat uns einen letzten Befehl gegeben. Es ist unsere Pflicht, diesen nun auch auszuführen. Mit allem, was in unserer Macht steht. Gibst du mir bitte den Kristall, auf dem sie Meteons Fahrt aufgezeichnet hat? Wir werden ihre exakten Koordinaten im Löffel umdrehen bestimmt haben. Das verspreche ich. So habt ihr tatsächlich eure Antworten gefunden. Wollt ihr diese Reise denn tatsächlich antreten? Bis ans Ende des Universums, zu den schwärzesten Sternen und der tiefsten Verzweiflung? Vater, es tut mir leid, dass wir dir fortan so große Sorgen bereiten. Aber wir müssen gehen. Das hier ist unsere große Mission. Das verstehst du doch. Denn sobald die Loporit den Aufenthaltsort von Meteon bestimmt haben, werden wir gemeinsam darüber sprechen müssen, wie wir zu ihr gelangen. Wir wissen beide, dass es nur zwei Schiffe gibt, die uns durch den Kosmos tragen können. Eure Arche und den Mond. Und beide sind essentiell für den Exodus. Ja, dessen bin ich mir bewusst. Das Recht, einen Vorschlag zur Verwendung der Rettung vortragen zu dürfen, hast du dir aber ohnehin bereits erkämpft. Und nun erlaube mir, mein diplomatisches Geschick spielen zu lassen, um die Sache in Gang zu setzen. Klingt, als wäre alles klar wie Karottenbrühe. Der Bund der Morgenröte hat sich eine ausgedehnte Pause verdient und die sollen wir den lieben Mitgliedern jetzt auch gönnen, finde ich. Selbst mit dem immensen Genie, das Heidelin zwischen unseren Löffeln gesetzt hat, wird es uns ungefähr einen Tag Ätheriszeit kosten, bis wir ihre Daten ausgewertet und die Koordinaten berechnet haben. Dann habe ich den habt ihr für Ruhe und Erholung zu nutzen. Auf offiziellen Befehl von Living Way. Wir brauchen nur einen einzigen Tag dafür? Liebe Zeit, was bin ich froh, dass sie auf unserer Seite stehen. Dann sollten wir schleunigst nach Al-Chalayan zurückkehren und diese schreckliche, kurzklingende Ruhe vor dem Sturm aufs Äußerste genießen. Oh Gott. Puh. Ich habe immer noch schwitzige Hände. Sehen. Ah, natürlich.
Was für eine Frage. Auftrag abgeben. Irgendwo hier in der Masse. Herzlich willkommen zurück. Ist es wirklich wahr, dass ihr innerhalb in den Sternenrund gestiegen seid? Faszinierend. Nicht einmal Baldesi uns gelehrt hat, hat es bis dorthin verschlagen. Und wie du weißt, lassen sie sonst nicht das kleinste Fleckchen dieses schönen Planeten aus, wenn es um Nachforschung und Studien geht. Zumindest habe ich nichts dergleichen in unseren Aufzeichnungen gefunden. Im Sternengrund ist der Äther so dicht, er wird dir zweifellos zugesetzt haben. Vor allem, wenn du dich besonders lange dort aufgehalten hast. Willst du dich seltsam? Schwindelig vielleicht? Mir wäre, als hättest du beim Hereinkommen etwas getorkelt. In jedem Fall solltest du dich gut ausruhen und deinen Körper reichlich Erholung gönnen. Dein Bett wartet frisch bezogen und federweich aufgeschlagen. Oh, ich liege mal nicht steif wie ein Brett im Bett. So liege ich tatsächlich in echt auch. So schlafe ich meistens mit Decke und nicht ohne. Ich dich gefunden. Ja, es ist wirklich lange her. Besonders für dich. Nein, nein. Ich wollte mich tatsächlich schlafen legen. Aber als ich eindöste und langsam alles zu schmelzen begann, nun ja. Dir geht es doch genauso, oder nicht? Deswegen verfolgst du selbst hier noch alles mit größter Aufmerksamkeit. Stimmt. Denn ein jeder neuer Anfang gedeiht schließlich aus einem Ende. So kurz davor, dieses kleine Stückchen, ey. Das Spiel spannt mich auf die Folter, ne?